Das ist so, dass da etwa 2 bis 8 Millionen Fledermäuse, Flughunde ausfliegen. Ja, und wenn die dann losfliegen, das ist einfach unvorstellbar. Da ist wirklich der ganze Himmel voll Flughunde. Also wenn man sich da hinlegt auf den Boden und einfach nach oben schaut und es schwirrt nur über einen weg, das ist einfach absolut unglaublich. Eigentlich fühlt man sich da so ein bisschen wie unter Meer, wenn oben an der, so 50 Meter über einem, an der Oberfläche etwas entlang schwimmt, so ein großer Schwarm. Und so liegt man da am Boden und schaut nach oben und glaubt, das kann überhaupt nicht sein. Für uns ist es natürlich faszinierend zu sehen, wer entscheidet sich für was? Warum fliegt der eine gerade da unten? Warum sind die anderen schon da oben unterwegs? Warum dreht der noch 5 Runden? Beziehungsweise wer folgt wem? Also da ist natürlich noch das meiste unbekannt. Also für uns ist es natürlich erstmal ein wissenschaftliches Interesse. Das ist die häufigste Säugetierart Afrikas. 100 Millionen Tiere kommen überall vor und keiner weiß, was die machen. Die fliegen nachts irgendwo hin. Und was bedeutet das? Was bedeutet das auch für uns natürlich als Menschen? Und die Flughunde verbreiten Samen, weil die gehen an Bäume hin, fressen diese Samen, tragen sie zu anderen Bäumen oder eben in offene Landschaften und pflanzen dadurch wirklich neue Bäume jede Nacht. Man kann sich das vorstellen, wenn die im Sahel Bäume pflanzen und diese Bäume auch wirklich angehen und die Menschen mit Nahrung versorgen, dann haben diese Menschen weniger Konfliktpotenzial und auch weniger Lust, diese Gegend zu verlassen und dann zum Beispiel übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Also die ganzen Sachen hängen natürlich sehr, sehr eng zusammen und deswegen wollen wir die Grundlagen von diesen Systemen verstehen, um eben Afrika in diesem Bereich zu helfen. Also das sind jetzt Sender, die werden dann auf die Tiere aufgeschnallt mit einem kleinen Rucksack und die verbinden sich dann mit dem Handynetz und schicken die Daten. Also wir sehen den nachher nur noch virtuell. Wir sehen einen Punkt über die Landschaft fliegen. Und die Sender protokollieren den Aufenthaltsort mit GPS und dann aber auch Beschleunigung. Und daraus können wir ziemlich genau rekonstruieren, was das Tier genau gemacht hat. Also ob es gefressen hat, ob es mit anderen sich gestritten hat, ob es geflogen ist, trägt es eine Frucht mit sich und so weiter. Unterm Sternenhimmel, ich glaube, das war wirklich, wo wir geschaut haben, wann die ISS vorbeikommt, also die Internationale Raumstation, weil die soll ja in Zukunft diese Daten auslesen. Und da gibt es ja Programme, wo man sehen kann, die kommt jetzt um 20:45 oder um 11 oder wie auch immer vorbei. Und dann schauen wir eben gerade, wie das dort ausschaut und hoffen darauf, eben, dass alles gut geht mit unserem neuen System und dann wirklich die Daten von den Flughunden dort ausgelesen werden können. Also ja, wenn wir den Tieren diese Tags geben, dann können die mit uns kommunizieren, die können uns sehr viel sagen über die Welt. Die Idee ist, dass wir hier am Bodensee ein Zentrum einrichten für die weltweiten Tierwanderungen und eben dann das als einen Schatz der Evolution wirklich sehen und wertschätzen und auch auswerten in dem Sinn. Weil der Flughund so tolle Sachen macht während seinem Leben, das könnten wir gar nicht bezahlen.